Einen wunderschönen guten Morgen nochmal, liebe Zuschauer, hier zum Jahresabschluss beim JFD Devisenradar. Wie angekündigt, wollen wir uns heute am 28. Dezember nochmals dem Markt zuwenden, wenngleich natürlich die Volatilität erschreckend gering ist. Nichtsdestotrotz gilt der Blick hier zum Jahresabschluss dem wohl bekanntesten, beliebtesten und meistgehandelten Währungspaar Euro-US-Dollar. Und den wollen wir uns hier mal im Monatschart-Intervall im Big Picture anschauen. Jetzt hier zu Beginn, um dann sozusagen sukzessive in die kleineren Timeframes mal abzutauchen, um festzustellen, was sich vielleicht über die nächsten Tage, insbesondere aber auch 2016, ereignen könnte. Wir sehen hier den Monatschart mit Big Picture. Betrachtung Euro-US-Dollar ja wenig überraschend bis 1,60 gestiegen. Dann kam die Finanzmarktkrise und seitdem befindet sich das Währungspaar hier sukzessive in einem Abwärtstrendkanal, der sich charttechnisch sehr schön herleiten lässt. Hier interessanterweise im Sommer, Frühjahr 2014, da gab es Ausbruchsversuche, also hier im Frühjahr direkt im März, April, Mai. Diese obere Trendlinie im Jahr 2014 zu überwinden, doch dann eben mit der klaren Ausrichtung der US-Notenbank in Sachen Quantitative-Easing-Streichung, in Sachen Leitzinsanhöhung. Und hier wurde ja schon dann ab Sommer 2014, vielmehr dann ab Frühjahr Sommer 2014, orakelt, dass hier in den USA eine Zinsanhebung kommen wird. Und genau das ist das, was dem Währungspaar Euro-US-Dollar hier signifikant zusetzte. Und dann ging es, und das sehen Sie hier, sehr, sehr signifikant, schon in 2014 sehr steil abwärts. Und das Ganze setzte sich dann in 2015 fort. Der Euro mit mehr als 14% Verlust, Schrägstrich über 1700 Pips, wurden hier abgegeben vom Close im Dezember 2014 bis hier zum Sommertief, was hier im Bereich 1,0646 markiert wurde. Und interessanterweise wurde von dieser oberen Trendlinie deckelnd vom Kanal hier im März 2015-April die untere Linie touchiert und das nahezu exakt 12 Monate später. Von diesem Level hat sich Euro-US-Dollar dann, Sie sehen es, erholt und mehr oder weniger eine Seitwärtsphase eingeleitet, bis es dann hier eben zuletzt ja, aufgrund der EZB und auch natürlich dann der Fed und den Perspektiven einer Leitzinsanhebung hier zu massiven Verlusten und jetzt jüngst im Dezember zu einer schönen Gegenbewegung kam. Hier interessant, dass wir hier im Bereich 1,055,50 ein Support-Level aufgebaut haben, das sich nicht bestreiten lässt. Und da muss man mal darauf achten, ob dieses Level in 2016 möglicherweise per Wochenschrägstrich, insbesondere Monatsschluss unterboten wird. Wenn dies geschieht, kann es gefährlich werden. Rein technisch hat das Währungspaar hier mit der Dezemberkerze jetzt durchaus Ambitionen, nach oben anzusteigen. Das müssen wir uns mal konkret anschauen in den kleineren Timeframes, ob da wirklich was möglich ist, auf was es zu achten ist. Aber grundsätzlich befindet sich Euro-US-Dollar in einem übergeordneten, unveränderten Abwärtstrend und es sieht so aus, als wären auch nochmal Tiefs möglich. Dazu hatten wir unlängst ein Harmony-Pattern, auch auf Monatsbasis. Jetzt mal hier ohne Trendlinie und dergleichen, sondern nach Fibonacci-harmonischen Sequenzen. Hier das Gartley 222-Pattern, was hier insbesondere oberhalb des Tiefpunkts Tor oder zum Jahrtausendwechsel zum Beginn des Millenniums hier sich finden lässt. Das heißt, dieses Tief darf nicht unterschritten werden, damit das Gartley-Pattern aktiv bleibt. Und hier eine kleine Kombination aus der Bewegung XA 786 und dann BC 161,8 lässt sich hier im Bereich der Parität ein Harmony-Pattern-Preisziel entdecken, lokalisieren, welches rein von der Ableitung dieser Harmony-Pattern eine Gegenbewegung, Schrägstrich Umkehrbewegung von diesem Level erlaubt. Das heißt, Euro-US-Dollar hat hier rein unter harmonischen Gesichtspunkten durchaus auch in 2016 das Potenzial, neue Verlaufstiefs zu machen und die vielerorts gepriesene Parität tatsächlich anzusteuern. Da wurde auch schon geunkt und gemutmaßt, dass es hier dann zu signifikanten weiteren Rücksetzern kommen kann. Keine Frage, der Euro ist unter Druck übergeordnet und sieht auch nicht so aus, als würde die EZB dagegen intervenieren sozusagen. Und insofern von diesem Level ausgehend, ja, weitere Preistiefs denkbar, aber die Harmony Patterns sagen, dass man hier von der Parität ausgehend durchaus mit einer Unterstützung und dann von einer Gegenbewegung größeren Ausmaßes ausgehen kann. Also achten Sie drauf, wenn Euro-US-Dollar im Jahr 2016 die Parität ansteuert. Hier in diesem Level kannst du 10 vielmehr kräftigen und ausgedehnten Kampf zwischen Bullen und Bären geben, der, wenn er sich denn letztlich tatsächlich so darstellt, dass hier positive Divergenzen zum Beispiel zu sehen werden an Indikatoren mit neuen Preistiefs, die sich dann eben hier
durch die Indikation nicht bestätigen lassen, dann könnte sich hier eine Umkehrformation darstellen, die hier durchaus Preise bis 1,20, 1,30 zulassen würde. Dennoch, selbst wenn dies geschieht, mal zurück in den Monatschart, Sie sehen hier den übergeordneten Abwärtstrend. Selbst wenn Euro-US-Dollar dies schaffen würde, also hier von der Parität ausgehend nach oben zu drehen, übrigens Parität dann vielleicht im nächsten Jahr auch hier im Dezember, November mit kleinen Spikes, hier unten dann auch wieder an dieser Trendlinie, wird spannend, könnte dann auch wieder ein Abprall erfolgen. Letztlich, wenn es eine Erholung bis 1,20, 1,30 gibt, sehen Sie das unter rein charttechnischen Gesichtspunkten der Euro gegenüber dem US-Dollar unverändert in einem Abwärtstrend stecken würde. Das Ganze wäre erst beendet, wenn wir hier deutlich über 1,32 nach oben rausziehen und insbesondere hier die Marke von 1,40 erobern. Also das wäre mal wirklich das Long, Long Big Picture für Euro-US-Dollar. Jetzt wollen wir mal ein Stück weit in die Tiefe gehen und hier mal die Situation im Tagesschart betrachten. Da sehen wir heute hier eine leichte Stärke. Wir gehen mal ganz kurz darauf ein, dass wir hier ja diesen Umkehrimpuls hatten. Hier Anfang Dezember. EZB gestützt, Non-Farm Payrolls, all dergleichen. Dann gab es hier die FED-Sitzung. Da wurde im Prinzip auch gemutmaßt, dass wir hier unterhalb dieses Widerstandslevel 1,10, 1,10, 20 einen Rücksetzer vollziehen können, möglicherweise bis zum 61,8er Fibonacci-Level. Sie sehen hier diese schematische Pfeildarstellung des Preisverlaufs. Ja, es gab zur FED-Sitzung Rücksetzer, aber nicht zu tief. Das Preislevel Euro-US-Dollar oder der Euro-US-Dollar hat das Preislevel hier von 38,2 Fibonacci Retracement Level, also hier knapp über einem Drittel, gut abgearbeitet, hier eine Stabilisierung gefunden und hier nochmals versucht Richtung 1,10 zu laufen. Jetzt sind wir hier mittendrin sozusagen. Das lässt zu, dass Euro-US-Dollar hier unter Gesichtspunkten des Tagescharts erst wieder signifikante Kaufsignale liefern würde, wenn wir hier über 1,10, 20 per Tagesschluss rausgehen. Das wäre ein Long-Signal und rein präferiert könnte es dann hier tatsächlich zu einer Aufwärtsbewegung kommen, die dann auch hier das Widerstandslevel 1,1155 attackieren könnte und im ja, Ausdehnungsfall dann hier sogar bis zur entscheidenden Marke von 1,1450, 1,1460 führen könnte. Hier ein ganz signifikanter Widerstand, sehen wir uns gleich dann nochmal an auf dem anderen Wochenchart, aber hier grundsätzlich oberhalb von 1,082, 1,083. Und das ist ein Support-Level, was hier aus früheren Zeiten schon mal Relevanz bewiesen hat. Oberhalb dieses Levels bleibt der Euro durchaus bullisch. Also, wenn es über 1,1020 rausgeht, hätten wir hier ein signifikantes Kaufsignal für weiter steigende Preise. Geht es unter 1,082, insbesondere hier unter die Tiefs von Mitte Dezember, dann wäre hier unterhalb von 1,080 dann durchaus nochmal mit einem Rücklauf in Richtung 1,055 zu rechnen. Aber hier auf Wochenbasis, schauen wir uns jetzt nochmal an, haben wir hier die 1,082 auch nochmal als Zone, als Unterstützungszone, aber hier oben insbesondere die 1,14, 1,1460. Das hier ist ein ganz, ganz zäher Widerstand und hier muss man sagen, Euro-US-Dollar wäre tatsächlich dann erst wirklich bullisch einzuschätzen oder hätte hier signifikantes Aufwärtspotenzial, wenn wir hier die 1,14 nach oben, 1,1460, vielmehr 1,15 nach oben auflösen. Dann kann man sagen, Euro-US-Dollar ist hier in einem möglichen Fortsetzungsaufwärtsimpuls, aber das Harmony-Pattern auf Monatsbasis erlaubt unabhängig dessen hier durchaus Preistiefs in Richtung Parität. Ja, und das könnte hier in 2016, wie gesagt, auch durchaus nochmals Einzug halten. Damit muss man rechnen, insbesondere wenn Euro-US-Dollar hier unter diesem signifikanten Widerstandslevel von 1,14 verbleibt. Sieht es eben so aus, dass wir die Parität mit Sicherheit touchieren, anlaufen, von diesem Level ausgehen, könnte ich mir dann aber eine größere Reaktion vorstellen. Das, wie gesagt, werden wir hier ohnehin im JFD-Devisenradar fortlaufend weiter kommentieren. Der Tagesschart selber, gut, wir haben jetzt Feiertage, das ist ja alles eine relativ zähe Geschichte. Hier im kurzfristigen Intraday-Bereich sehen wir, dass wir hier nochmal wieder die 1,10 ansteuern. Das kann spannend werden, wenn wir hier nochmal rübergehen. Das ist übrigens der Stundenchart gerade. Also wenn das Währungspaar hier, wie gesagt, nochmal in Richtung 1,10, 1,0985 rauszieht. Ja, dann haben wir hier durchaus Luft, eben hier über die 1,10 anzusteigen. Und das könnte dann hier eben auch mit Blick aufs nächste hier durchaus noch mehr Potenzial versprechen. Euro-US-Dollar sieht hier unter diesem Gesichtspunkt ganz interessant aus. Rein von der Saisonalität. Sie wissen, seit 2008 haben wir eine Abwärtstendenz, eine übergeordnete. Und hier ja in den Januar hinein noch leicht positiv ab Mitte Januar mit Blick auf die nächsten 90 Handelstage sehen wir hier, dass dann doch die Saisonalität wieder zuschlägt und Euro-US-Dollar tendenziell in
2016 saisonal betrachtet eine schwache Tendenz an den Tag legen dürfte. Dies wäre unter charttechnischen Gesichtspunkten unterhalb von 1,080, wie gesagt, 1,082, 1,080 durchaus zu präferieren. Oberhalb dessen kann man durchaus darauf setzen, dass Euro-US-Dollar hier weiter anziehende Preise generiert. Euro-US-Dollar also, wie gesagt, ganz spannend, auch in 2016 mit Sicherheit. Ich, meine lieben Zuschauer, würde mich jetzt langsam verabschieden. Nachher sehen Sie noch einen kleinen saisonalen Silvester-Trade zum Euro gegenüber dem Australien-Dollar, den ich vorstellen werde im Stream auf dem JFD-Desktop. Ansonsten bleibt mir erstmal zu sagen, vielen Dank für die Treue des Einschaltens, auch wenn heute nicht so viele Zuschauer da sein sollten. Die wohlverdienten Ferien haben Einzug gehalten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Happy Trades, erfolgreiche Trades. Und wenn Sie mögen, wie gesagt, hören wir uns im nächsten Jahr dann wieder voller frischer Stärke und natürlich immer mit dem Blick auf die Märkte. Ich wünsche was, eine gute Zeit für Sie und freuen Sie sich nachher noch auf den saisonalen Trade. Und bis dahin im neuen Jahr ab dem 7.1. geht's weiter. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.